ime pozdravljam sve prisutne i zahvaljujem se Radničkoj partiji Austrije na pozivu da prisustvujemo na obeležavanje ovog značajnog jubileja, 100-godišnjice osnivanja Komunističke partije Austrije. Podsjetio bih na početku da su prvi koraci organizovanog radničkog pokreta u Austriji, koji će kasnije rezultirati stvaranje Komunističke partije Austrije 1918. godine, bili od velikog značaja za radnički pokret u jugoslovenskim zemljama u okviru tadašnje Habsburške monarhije. Takođe, u godinama reakcije i zabrane Komunističke partije Jugoslavije tokom 20. godina prošlog veka, Beč će postati središte jugoslovenske komunističke migracije, ali i mesto gde je održan treći kongres Komunističke partije Jugoslavije. Možemo slobodno reći da je ovaj jubilej koji nas istorijski povezuje na mnogo načina. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, im Namen der neuen Kommunistischen Partei Jugoslawiens und in meinem Namen begrüße ich alle Anwesenden und bedanke mich bei der Partei der Arbeit Österreichs für die Einladung zu diesem wichtigen Jubiläum, 100 Jahre seit der Gründung der Kommunistischen Partei Österreichs. Ich würde gerne gleich am Anfang daran erinnern, dass die ersten Schritte der organisierten Arbeiterbewegung in Österreich, die später mit der Gründung der KPÖ 1980 resultierte, auch von großer Bedeutung für die Arbeiterbewegung in den jugoslawischen Ländern war, die damals in der Habsburger Monarchie waren. Genauso in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, als die KP Jugoslawiens verboten war und verfolgt wurde, da war Wien das Zentrum der jugoslawischen kommunistischen Emigration und auch der Ort, wo der dritte Kongress der KPG stattgefunden hat. Wir können sagen, dass dies ein Jubiläum ist, das uns historisch auf einige Wege verbindet. Es ist uns bekannt, dass unter den österreichischen Bürgern serbischer Abstammung die FPÖ großes Ansehen genießt, wegen der deklarativen Unterstützung Serbiens und der Ablehnung der Anerkennung der sogenannten Republik Kosovo. Viele haben vergessen, dass die FPÖ die Zerstörung der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien unterstützte, sowie auch den Bürgerkrieg, in dem viele Serben ihre Familien und Häuser verloren haben. Die neue Kommunistische Partei Jugoslawiens äußert sich klar, dass die FPÖ kein Freund sowie auch kein Verbündeter der Arbeiterklasse ist und dass für die Serben sowie auch für die anderen Arbeiter in Österreich von Seiten der FPÖ nur grausame Ausbeutung kommen kann. Es handelt sich um eine reaktionärbürgerliche Partei, die ein Exponent und Beschützer der Interessen der ausbeuterischen und kapitalistischen Klasse ist. Daher möchte ich die Möglichkeit nutzen, alle Bürger des ehemaligen Jugoslawiens, die hier leben und arbeiten, einzuladen, den Mahnfreund der Arbeiterklasse und des werktätigen Volkes zu unterstützen, die Partei der Arbeit Österreichs, dass sie aktiv mitkämpfen im Kampf für die Rechte der Arbeiter und die Entstehung der sozialistischen Perspektive Österreichs. Der französische Sozialist Jean Jaurès sagte, der Kapitalismus bringt Krieg wie die Wolke den Regen. Der Kapitalismus hat im letzten Jahrhundert zwei Weltkriege erzeugt und eine Reihe von kleineren und größeren militärischen Konflikten. In mehr als 326 Kriegen und größeren Konflikten seit dem Zweiten Weltkrieg wurden mehr als 30 Millionen Menschen getötet. Mehr als 100 Millionen wurden verwundet oder nachhaltig schwer verletzt. Nach der blutigen Erfahrung, die die Menschheit im 20. Jahrhundert machte, ist es klar, dass diesem destruktiven System nicht die Verantwortung für die Menschheit überlassen werden kann. Das alles verpflichtet die kommunistische Bewegung, sich kritisch mit der eigenen jahrzehntelangen Geschichte zu konfrontieren, mit allen Fehlern, Niederlagen und Siegen. Und durch Erfahrung gelehrt, sowie von Dogmatismus, Opportunismus und Revisionismus befreit, um eine neue Seite im Kampf für die Befreiung der Menschheit aufzuschlagen, mit der Orientierung und Bestätigung, dass der Sozialismus möglich und erreichbar ist. Die weltweite kommunistische Bewegung befindet sich schon fast drei Jahrzehnte in einer schweren ideologischen, organisatorischen und materiellen Krise. Wir wurden Zeugen des Revisionismus und Opportunismus vieler kommunistischer Parteien. Sie lehnten den Klassenkampf ab und wählten den sozialen Dialog mit der herrschenden Klasse. Arbeiterwärsche und Streiks tauschten sie mit angenehmen abgeordneten Sofas und Kabinetten. Aber trotz alledem, was für Schwierigkeiten auch nur kommen mögen, mögliches Versagen oder die Wellen der Konterrevolution. Der Sieg des Proletariats ist unvermeidbar.
sagt Wladimir Iljitsch Lenin. Vor uns ist ein dorniger Weg der Erweckung des revolutionären Bewusstseins und der breitesten Mobilisierung der Arbeiter, Bauern, Jugend, Studierenden und die Gründung einer starken revolutionären Front. Trotz der großen Hindernisse glauben wir an die Kraft der Einheit der Arbeiterklasse und vertrauen auf die Fähigkeit zum Kampf für eine neue, freie Welt, die Welt des Sozialismus. Kao što je komandant Fidel Castro rekao, sa svima onima koji se bore, koji nikad ne posustaju pred teškoćama, onima koji veruju u ljudske sposobnosti za stvaranje, širenje i negovanje vrednosti ideja, onima koji se klade u čovečanstvo, svima onima koji dele divno ubeđenje da je bolji svet moguć, borit ćemo se zajedno sa njim i pobedit ćemo. Drugovima iz partije Rade Austrije želimo mnogo uspeha u daljoj borbi. Uvereni smo da će Srp i Čekić koji se sada nalaze u grbu Austrije, odnosno klasnog mira kako se sada predstavljaju, označavati socijalističku transformaciju Austrije. Hvala vam na pažnju. Wie Kommandante Fidel Castro sagte, mit allen, die kämpfen, die niemals vor den Schwierigkeiten kapitulieren, mit denjenigen, die an die menschliche Fähigkeit glauben, Werte und Ideen zu schöpfen, verbreiten und pflegen, denjenigen, die der wunderbaren Ansicht sind, dass eine bessere Welt möglich ist, mit denjenigen werden wir zusammen kämpfen und werden wir siegen. Den Genossinnen und Genossen der PDA wünschen wir viel Erfolg im weiteren Kampf. Wir sind überzeugt, dass der Hammer und die Sichel, die im Wappen Österreichs sind und den Frieden zwischen den Klassen darstellen, die sozialistische Transformation Österreichs symbolisieren werden. Danke für die Aufmerksamkeit.